So, herzlich will... Und ich bin hier auf dem Dach. Was, konntest du nicht ein paar Minuten warten? Darum arbeite ich so ungern mit Mädchen. So, getroffen. Oh. Jetzt kenne ich den Schwachpunkt. So. Mein Neon. Schwer zu sagen von hier oben, aber ich glaube, ich sehe ein paar Boote mit Delfinen drauf. Hast du jetzt welche oder nicht? Jawohl. Nächste Karma-Stufe, zum Vorbild befördert. Ja, Drogen. Ey, Fetch, ich tagge alle Drogenboote, damit du leichter siehst, welche du ausschalten musst. Mann, hältst du es nicht mal 5 Minuten aus, ohne irgendwas zu sprayen? So. Ach man, ich wollte malen. Jetzt hast du es leichter. Jawohl. Was ist los? Findest du keine Boote im Yachthafen? Das ist so geil. Ich brauch mal Neon. So. Ich sehe jetzt alles ganz anders. Ach, kein Wunder, dass ich nichts finde, Fetch. Wegen Delfin. Das ist eindeutig ein Tümmler. Verwechseln die meisten. Warum arbeite ich so ungern mit Jungs? Warte, ich habe was gehört. Hä? Nutten.
So. Fetch, du hast nicht gesagt, dass auch Mädels eingeladen sind. Ich hab's gehört. Spieler benutzen Minuten bestimmt als Schutzschild. Es war eine ziemlich große Lieferung. Das Zeug muss auf mindestens noch einem Boot sein. Kein Stress. Kein Stress, aber immerhin ist jetzt mal hier richtig Action. Ach, jetzt kann man ja nicht mehr so weit springen, jetzt kann man mehr rennen. Das ist der Nachteil. Ah, Motherfucker! So, das waren alle. Ja. Hallo? Brooks. Werden auf diesem Boot Frauen von zweifelhaftem Ruf gegen ihren Willen festgehalten? Tschüss. So. Oh, wir haben hier im Lagerhaus offenbar ein Hornissennest geweckt. Komme. So, so. Wow. Okay, das sind mal richtig viele. Wow. So. Schade, dass ich die da hinten nicht treffe. Wollen wir die Festung stürmen? Na, warten wir lieber. Sollen die zu uns kommen? Oh, gut. Abwarten. Meine Lieblingsstrategie. Warum kommst du nicht zu mir aufs Dach und genießt das Feuerwerk? Ich setze nämlich gleich alle Drogenboote in Brand. Gut, dann komme ich. Glück, dass du die Frauen befreien konntest, bevor wir die Boote in die Luft jagen. Was du nicht sagst. Klingt so scheinheilig, die Frau wieder. Fertig? Dann machen wir mal Licht in der Bucht. Next.
Tja, jetzt gibt's 3 böse Delfinboote weniger. 3 Tümmlerboote weniger. Macht nichts. Das verwechseln die meisten. Dee, wach auf, es tut sich was. Die bringen bestimmt was zu ihrem Hauptquartier. Wir sollten ihnen folgen, sie führen uns direkt hin. Wir bleiben besser auf den Dächern, damit sie nichts merken. Wir dürfen sie bloß nicht verlieren. Hey, Fetch, kann ich dich was Persönliches über das DUP-Gefängnis fragen? Curden Kay? Ja, das meine ich. Nein. Ich meine, was willst du wissen? Es waren 4, vielleicht 500 von uns dort. Ein paar von uns wurden separiert und mussten Spezialtraining durchlaufen. Oder Tests. Ich gehörte auch dazu. 7 Jahre war ich separiert. Weißt du? Curden Kay war die Hölle. Und auch ein Zuhause. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob die auch einen Pool hatten. Du bist ein Blödmann, weißt du das? Ja, das höre ich öfter. Sie biegen in die Gasse ab. Hier muss es sein. Okay, wie ist der Plan? Sie erledigen? Sie erledigen ist kein Plan. Jawohl. Hä? Ist jemand im Laster? So, haben wir alle. Okay, Ladies. Kommt schon. Na los. Ja, die bösen Männer sind weg. Geht, lebt, liebt. Nur nicht professionell. Fangt lieber an, clean zu werden. Es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben. Versaut's nicht. Und wechseln Sie. Glaubst du, dass man ein paar fiesen Bioterroristen jemals dafür danken wird, dass sie Leben retten? Ja. Ich glaube, du hast mich gerettet. Oh. Heißt das etwa, du gibst deine ganzen Ritualmorde an Drogendealern auf? Das war doch dein halbes Leben. Ach ja? Und die andere Hälfte? Eigentlich war es das. Dein ganzes Leben. Keine Sorge, meine Hobbys werde ich bestimmt nicht aufgeben. Anni sucht mir bestimmt noch ein paar neue. Wie Boxen. Soll das der Versuch eines Flirts gewesen sein? Ah, du bist eine sentimentale Psychopathin, oder? Na los, komm. Holen wir uns die restlichen Drogen im Hafen. Vielleicht ziehen wir ja ein paar Fische an Land. Ja, ein Delfin. Hey. Du magst mich. Ach, schön. Gut, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge wieder.